Erlebtes Denkmal Faszination Mausoleum Dessau. So lautet die neue Initiative des Fördervereins Mausoleum. Der hatte sich gegründet mit der Bestimmung, das Mausoleum zu erhalten. In Arbeitsgruppen wurde zuletzt viel diskutiert und neue Ziele formuliert. So will man weiterhin Sponsoren, Mitglieder und Förderer gewinnen für die Sanierung des Gebäudes und überlegen, wie der Verein bei dieser helfen kann. Auch soll ein langfristiges Nutzungskonzept gefunden werden. So möchte man das Mausoleum mehrmals im Jahr für Führungen öffnen, aber auch Aktionen durchführen. Über den aktuellen Zustand des Mausoleums informierte Hans-Joachim Mellies. Wir als Verein bestehen jetzt seit über 7 Jahren und haben uns regelmäßig bemüht, das Bewusstsein um das Mausoleum in der Dessauer Bevölkerung wachzuhalten. Das heißt, wir haben zum Tag des offenen Denkmals regelmäßig offen. Wir machen zwischendurch Führungen für bestellte Gruppen. Und es ist ja so, dass das Haus selber in einem relativ schlechten Zustand ist. Es sieht zwar von Weitem gut aus, aber wenn man nachher rangeht und die Seiten betrachtet und wenn man das Gebäude von innen sieht, dann wird einem bewusst, was dort notwendig wäre, gemacht zu werden, baulich. Ja. Der Verein ergreift nun die Initiative und lädt am 5. Mai zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung stehen dabei die zukünftige Ausrichtung der Vereinsarbeit, die Neuwahl des Vereinsvorstandes und die Anpassung der Satzung. Kürzlich sind schon einige neue Mitglieder zum Verein dazugestoßen und man hofft, bald die Zahl von 50 bis sogar 60 Mitgliedern zu erreichen. Eines der neuen Mitglieder ist Dino Höll, Geschäftsführer der Stadtwerke Dessau. Sein Engagement freut Mellies besonders. Das ist aus unserer Sicht erfreulich. Es ist nicht nur Herr Höll alleine, er bringt noch weitere Interessenten mit, die dort als Vereinsmitglied mit einsteigen. Es sind Leute, die sich da mit sehr viel Enthusiasmus engagieren wollen. Es kann nur positiv sein für den Verein, ja? Und wir hoffen auf noch mehr Zuwachs. Im Rahmen des Pressegesprächs betonte Höll, dass es ihm wichtig ist, dieses beeindruckende Dessauer Gebäude zu erhalten. Dessau ist ja sehr, sehr reich an vielen Kulturstätten. Wir haben mehrere UNESCO-Weltkulturerbestätten hier, Bauhaus, Meisterhäuser etc. Und da hat man natürlich immer so ein bisschen die Qual der Wahl. Wenn man zu viel hat, muss man sich für irgendwas entscheiden. Und genau das wollen wir aber hier eben nicht. Wenn Sie sich mal das Stadtbild anschauen, schauen Sie mal raus, wie viele beeindruckende Gebäude dieser Art haben Sie denn in Dessau? Da ist nicht viel. Wir haben in Roßlau natürlich das Schloss, die Burg. Wir haben in Dessau den Wasserturm, an dem ja auch unser Herz hängt. Und wir haben das Mausoleum. Und es wäre, glaube ich, sehr, sehr schade, wenn das Mausoleum so in einigen Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr Bestand hätte. Schon am 7. Mai wird sich der neu aufgestellte Verein der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Im Rahmen der Aktion Erlebtes Denkmal Faszination Mausoleum Dessau wird es ab 19.30 Uhr geführte Besichtigungen des Mausoleums geben. Der Zugang zum Tierpark ist ab 18 Uhr gewährleistet. Vor Ort wird es Informationen zum Denkmal und dem Förderverein geben. Außerdem kann man sich über eine Mitgliedschaft erkundigen und Publikationen des Vereins erwerben. Ebenso wird eine Spendenkasse aufgestellt. Das Highlight des Abends startet jedoch um 21 Uhr. Die Inbetriebnahme der neuen Lichtszenerie mit einem kleinen Festakt. Zu dieser Festveranstaltung laden Hans-Joachim Mellies und Dino Höll alle interessierten Bürger und Vertreter des öffentlichen Lebens recht herzlich ein. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.